Ja, hallo. In diesem ersten Video zum Thema Faltungen stellen wir uns die Frage, wozu braucht man Faltungen in der Laplace-Transformation? Ja, wir beginnen unsere Erklärungen, indem wir ganz kurz, also innerhalb von 2 Minuten, einen Satz aus der Integralrechnung wiederholen. Wir wissen ja alle, wenn ich die Summe zweier Funktionen habe, also f von t plus g von t, und ich möchte diese Summe jetzt integrieren. Was mache ich da? Ja, da wende ich den Summensatz an und der sagt eben, ich kann jeden Summand einzeln integrieren. Also ich bilde das Integral f von t über t und addiere dazu das Integral von g von t über t. Ja, und diese beiden Integrale hier einzeln zu lösen, ist einfacher als hier diese gesamte Summe zu integrieren. Das sagt uns eben hier diese Summenregel. So, jetzt machen viele den Fehler, die haben im Abitur oder in der Matura so eine Aufgabe hier und jetzt denken die, da gibt es ja auch so eine Regel für Produkte. Das stimmt aber nicht, ne? Also wenn ich hier hinschreiben würde, Integral f von t dt mal Integral g von t dt, dann wäre das ganz einfach falsch. Und deshalb streiche ich das auch mal ganz schnell wieder durch. So eine Produktregel hier, wie ich sie hier hingeschrieben habe, gibt es nicht und deshalb habe ich das auch ganz schnell wieder durchgestrichen. Stattdessen schreiben wir hin, da gibt es keine Regel, auch wenn viele Schüler den Fehler machen und glauben, da gäbe es eine. Also schreibe ich hin, keine Regel. Ja, wenn es keine Regel gibt, was mache ich denn da eigentlich, wenn ich hier so ein Produkt habe? Ja, ist ganz einfach, da gibt es ja noch solche Methoden. Also ich schreibe mal hin, stattdessen, was ich stattdessen machen würde. Da würde ich ein oder beide Methoden versuchen, die es da gibt, nämlich einmal die Substitution, Substitution oder die partielle Integration. Also, eine Regel gibt es nicht, wenn ich ein Produkt integrieren will. Stattdessen muss ich Substitution versuchen oder partielle Integration oder beide. Wenn ich Pech habe, klappt weder das noch das. So, soweit zur Wiederholung und jetzt kommen wir zur Laplace-Transformation. Wir nehmen also an, wir wollen ein Produkt transformieren. Ein Produkt zweier Funktionen, f von t mal g von t. Also so wie hier oben, hier haben wir auch ein Produkt gehabt, das gleiche wie hier, ne? Aber hier haben wir es integriert, jetzt wollen wir es Laplace transformieren. Ja, und auch da gilt wieder das Gleiche. Es gibt keine Produktregel. Keine Produktregel. Ja, hier schreibe ich auch mal besser Produktregel statt Regel. Also ich wische dieses Regel weg und schreibe lieber hin Produktregel. Denn Regeln gibt es ja, ne? Die Regel der partiellen Integration und der Substitution, aber eben keine Produktregel, die so aussieht wie die Summenregel. Gut, jetzt haben wir hier bei der Integralrechnung gesagt, wenn wir da ein Produkt integrieren wollen, dann gibt es keine Produktregel, aber es gibt Alternativen, nämlich die Substitution und die partielle Integration. Und auch hier gibt es eine Alternative zu dieser nicht vorhandenen Produktregel. Also schreibe ich hin, stattdessen kann man Folgendes machen: Man kann mit Faltungen arbeiten. So. Und das Gleiche gilt auch für die Laplace-Rücktransformation, also für die inverse Laplace-Transformation. Wenn ich da ein Produkt habe, also es geht ja immer um Produkte, ein Produkt f von s mal g von s. Und ich möchte dieses Produkt rücktransformieren. Auch da gilt wieder, es gibt keine Produktregel. Keine. Keine Produktregel. Gut, aber es gibt auch wieder eine Alternative,
nehme ich wieder die gleiche Alternative. Ich kann wieder mit Faltungen arbeiten. So, also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt in der Integralrechnung keine Produktregel, aber als alternative Substitution und partielle Integration. Es gibt bei der Laplace-Transformation und bei der Rücktransformation auch keine Regel für Produkte. Das sind ja hier Produkte, da gibt es keine Produktregel für. Aber so wie hier oben habe ich auch hier und hier wieder eine Alternative, nämlich die Faltungen. Gut, das heißt also, im nächsten Video muss ich euch erstmal erklären, was ist eine Faltung. Also wir müssen Faltungen definieren. Und in den nachfolgenden Videos, da werde ich euch dann auch den Faltungssatz erklären. Aber ich möchte am Ende noch zwei kleine Anmerkungen machen. Zum einen, wir werden hier nur mit dem Faltungssatz für diese Produkte arbeiten, also für die inverse Rücktransformation. Wie man hier Faltungen benutzt, das wird nicht unser Thema sein, ne? Denn meistens braucht man die hier für die Rücktransformation. Das heißt, das hier unten wird unser Thema sein. Und das Zweite, was ich euch noch sagen wollte, ist Folgendes. Wenn ihr euch merken wollt, dass es weder hier noch hier noch hier keine Produktregel gibt, dann könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr müsst euch ja nur mal überlegen, was ist überhaupt eine Laplace-Transformation? Wir haben ja in den ersten Videos Laplace-Transformationen durchgeführt und haben wir gesagt, Laplace-Transformation, das heißt, ich wende ein Integral an, und zwar das Integral von 0 bis t, und der Integrant heißt e hoch minus s mal t, dann kommt dahinter die Funktion und mein dt. Das heißt, wenn ich Laplace transformiere, heißt das, ich wende die Integralrechnung an. Ich kann also sagen, die Laplace-Transformation ist nichts anderes als ein Sonderfall der Integralrechnung. Ja, und wenn die Laplace-Transformation nur ein Sonderfall der Integralrechnung ist, dann ist es doch klar, da gelten die gleichen Regeln. Wenn ich hier keine Produktregel habe, dann habe ich die hier auch nicht. Und hier natürlich auch nicht. Gut, also das noch als kleine Anmerkung, warum es keine Produktregel gibt. Und wir machen jetzt, wie ich gerade erklärt habe, im nächsten Video mit der Definition einer Faltung weiter.